Nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern am Montagabend und der Kabinettssitzung am 27. April kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig baldige Erleichterungen für zweifach Geimpfte im Land an. Diese sollen bereits am 1. Mai beispielsweise für den Friseurbesuch, die Außenbereiche des Zoos sowie den Gang in den Baumarkt gelten, wo für diese Personen dann keine Tests mehr verpflichtend sind. Laut Schwesig ist die Lage im Land jedoch nach wie vor angespannt. Wir haben noch keine Entwarnung. Ich will das ausdrücklich sagen, denn man muss ja immer Licht und Schatten sehen. Und die gute Nachricht ist, dass wir eben von der hohen Infektionslage, einer Inzidenz von 150, jetzt gesunken sind auf 135. Das zeigt also, wir steigen nicht immer weiter stärker. Aber wir können keine Entwarnung geben, denn insgesamt ist das Infektionsgeschehen im Land noch zu hoch. Der Landesregierung zufolge ist es außerdem mit medizinischer Versorgung für alle Patienten im Land momentan nicht gut gestellt. Sie spricht sogar von einer kritischen Situation. Wir haben mittlerweile 91 Personen, die auf einer ITS-Wachstation liegen. Und insgesamt haben wir eine Kapazität von 120. Das heißt, wir sind bei 72,8% der Auslastung. Von daher ist es natürlich auch eine richtige Entscheidung gewesen, aus der Sicht der Gesundheitspolitik die Fragen so zu beantworten, dass wir einen Lockdown gebraucht haben. Und dieser Lockdown wirkt jetzt mittlerweile auch. Die Zahlen gehen leicht zurück. Und wir gehen davon aus, dass auch in den nächsten Tagen, mindestens in der nächsten Woche, auch die stationären Belegungen zurückgehen werden. Auch Professor Hübner von der Universität Greifswald sieht noch keine Entwarnung. Diese Kontaktminimierung, diese Kontaktreduktion, die erreicht worden ist, hat es dem Virus deutlich schwieriger gemacht, in den letzten Tagen sich zu verbreiten und zu übertragen. Das ist ein großer Erfolg, weil es zeigt, dass die Maßnahmen wirken und dass wir auch in der Lage sind, bei dem Auftreten neuer Varianten das Infektionsgeschehen relativ schnell abzudämpfen. Aber Bremsen alleine bedeutet erstmal, dass die Geschwindigkeit sich reduziert hat. Es bedeutet noch nicht, dass das Infektionsgeschehen ausreichend zum Stehen gekommen ist. Laut Hübner gibt es zudem erste Anhaltspunkte dafür, dass der vorhandene Impfstoff beispielsweise bei der brasilianischen Variante eine geringere Wirkung zeigt. Ja, es ist tatsächlich so, dass es Hinweise gibt, dass die Impfungen gegen die brasilianische Variante und auch die südafrikanische Variante nicht ganz die Effektivität zeigt, die wir gegen die ansonsten zirkulierenden Varianten haben. Das hängt mit Veränderungen zusammen, die an dem sogenannten Spike-Protein vorhanden sind. Das ist das Protein, was außen auf diesem Virus sitzt und dem diese schöne Stachelform verleiht, sozusagen das Krönchen, nach dem es ja auch benannt ist. Dennoch, das Ziel der Landesregierung bleibt weiter eine zügige Impfung der Bevölkerung. Wir kriegen jetzt nach den neuesten Informationen von heute, wenn man den Mai betrachtet, insgesamt 310.150 Impfdosen, die einerseits AstraZeneca beinhalten, aber auch BioNTech, Pfizer und Moderna. Das meiste wird BioNTech, Pfizer sein. Und im Juni kommen dann nochmal 582.000 Impfdosen dazu. Das sind insgesamt fast 900.000, genau 893.000 Impfdosen, sodass wir also auch den Weg des Erst- und des Zweitimpfens weiter fortsetzen können. Glawe erneuerte das Versprechen, jedem impfwilligen Bürger bis Ende September ein Angebot zu machen. Was die Lockerung für zweifach Geimpfte betrifft, so wird es am Freitag diese Woche eine Sondersitzung geben. Ob und wie zweifach Geimpfte bereits ab dem 1. Mai mit getesteten Bürgern gleichgestellt werden, bleibt also erstmal abzuwarten.